Irish pride. Ha! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine neue Woche. Dankeschön. In Deutschlands Sport, Comedy und Informationssender Nummer 1. Ich weiß, dass viele uns heute Abend zu Hause in Uniform zuschauen. Denn heute Abend unsere große Preußennacht, meine Damen und Herren, für alle Freunde des Royalismus, für alle Anhänger der Monarchie, die in diesem Staat oft geknechtet werden. Bei uns können Sie heute Abend ausleben. Der Kaiser kommt. Wenn dieser Staat noch in Ordnung wäre und nicht verderbt von seinen Wurzeln, dann wäre der Mann, der heute bei uns ist, Kaiser. Aber ist ja gut, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist, oder? Ja, Demokratie ist für alle gut, sagt auch Dr. Brümme, meine Damen und Herren. Ein enger Freund unseres deutschen Volkes, William Jefferson Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident. Ihm droht privater Ärger ins Haus. Seine Gattin Hillary Clinton, Senatorin von New York, möchte im April die Scheidung einreichen. Sie wissen, die beiden hatten den einen oder anderen Kampf in ihrer Ehe zu überstehen. Und jetzt hat Hillary die Schnauze voll vom Ärger und sie hat die Scheidung eingereicht. Hillary Clinton hat die Scheidung eingereicht und Bill hat gefragt, wer? Sie wissen, Sie erinnern sich, es gab damals diese unschöne Geschichte zwischen Bill Clinton und Monica Lewinsky. Monica, oder wie Clinton sie nannte, meine Kniekehle. Scheidung! Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Meine Damen und Herren, mein erster Gast heute Abend kommt vom absoluten Hochadler. Und er wird Ihnen erklären, warum er nicht deutscher Kaiser ist. Er wäre es von der Erbfolge her. Aber Sie wissen, dann kam einiges anders, als man dachte. Und jetzt studiert er evangelische Theologie in Kiel. Ein sympathischer Zug. Muss ich sagen, den sich auch nicht viele angeeignet hätten. Heute Abend bei uns endlich mal wieder ein Vertreter des echten Hochadels, Philipp Prinz von Preußen. Mein zweiter Gast ist zum Glück katholisch und Oberstudienrätin an einer katholischen Mädchenschule in Mainz. Sie hat von Mutter Oberin heute frei bekommen, denn sie wusste, es gilt, ein gefallenes Schaf zurückzuholen. Sie wird nachher mit ihren Händen, die für viele die Sünde pur sind, in die Tasten hier greifen, auf echtes Elfenbein. Und für alle Freunde der überzeugten Preußen, Heine und Robert Schumann, nachher, meine Damen und Herren, klassischer Gesang, begleitet von unserer Oberstudienrätin aus Mainz, Frau Dorothee Seibert. Was gibt es Neues von der Maul- und Klauenseuche? Sie sind informiert, hoffe ich, ja. Sie achten hoffentlich darauf, was Sie essen. Und auch hier werden Sie weiter über Maul- und Klauenseuche auf dem Laufenden halten. Auch dieses Thema wird von uns weiter, Achtung, ausgeschlachtet. Ein Wortspiel der gehobenen Mittelklasse. Schafe werden jetzt weltweit knapp. Viele, die irrtümlich Telekom-Aktien gekauft haben, sagen jetzt, Schafe! Hätte ich damals Schafe gekauft. Schafe sind so knapp. Gestern wurde in Köln der erste Inder im Restaurant gesehen mit dem Satz, Wolle, Wolle, kaufe. Florida, Sie kennen es, meine Senioren, ja?
In Florida wird jetzt der erste Freizeitpark eröffnet, der mich persönlich interessieren könnte. Und zwar der erste Freizeitpark mit religiösen Themen. Er soll heißen Holy Land, ein christlicher Abenteuerpark. Und Motto des Parks soll sein Guns and Moses. Christliche Themen. Ideal geeignet für Familien mit Kindern. Sie können die Kinder abgeben im Herodespalast. Oh. Dann, meine Damen und Herren, Tablettensüchtige heute Abend unter Ihnen, Hypochonder? Natürlich, stehen Sie dazu, der Trend geht jetzt dazu, sich zu bekennen. Und ich selber, Sie wissen, ich schlucke täglich 40 verschiedene Medikamente. Ja? Ich habe mich oft gefragt, der Beipackzettel soll jetzt verständlicher werden. Das finde ich eigentlich schade, weil es gab einem so etwas Gruseliges, wenn man schon den Beipackzettel... Ja. Ich habe teilweise nur wegen der Nebenwirkungen genommen. Ich habe mich immer gefragt, warum ist der Beipackzettel immer so drin, ja, dass, wenn ich den Beipackzettel haben will, muss ich erstmal alle Medikamente rausnehmen. Und wenn ich nur die Medikamente rausnehmen will, muss ich erst den Beipackzettel immer rausziehen. Egal, wie Sie es aufmachen, ist immer falsch. Verstehen Sie, was ich meine? Ist das zu kompliziert? Nein. Es ist einfach nicht lustig, oder? Ja. Für den Räusperer des Tages. Das hier ist übrigens das Jahrbuch 2000 zum Schuljahr 2000 der Maria-Wart-Schule Mainz. Weil wer war Maria Wart? Keine Ahnung. Ich dachte erst, ob das der erste Teil eines Satzes ist, weißt du? Maria Wart, ein Kind geboren oder so, aber nein. Es ist die Maria-Wart-Schule, eine katholische Mädchenschule in Mainz und mit herausgegeben von Frau Oberstudienrätin Seibert. Zeig sie doch mal näher, die kleinen Backfische. Junge katholische Mädchen, die auf Europa hoffen, nach Frankreich reisen und dann lauert dort Antoine. Wir kommen aus Mainz und wir würden gerne also für Europa hier was machen. Ist super, ihr könnt bei mir wohnen. Ihr könnt auf meine Surfbrett pennen. Die Maria-Wart-Schule in Mainz. Man muss ja permanent umdenken. Habe ich Ihnen das schon gesagt, meine Damen und Herren? Bild am Sonntag wird immer besser, fantastischer. Heute eine große Hymne in der FAZ. Bild am Sonntag, sozusagen die amtliche Sonntagszeitschrift jetzt bald. Und dort haben wir erfahren, das wusste ich übrigens gar nicht, Bamsi gibt es nicht mehr. Hast du Bamsi gekannt? Nee, Bamsi habe ich nie gesehen. Bamsi, ich dachte erst, Peter Hane wäre was passiert. Aber es ist Peter Hane, der großartige Kommentator, bleibt. Der bleibt. Bamsi war ein Hamster für die Kleinen. Von Bams. Und den gibt's nicht mehr. Jetzt gibt's Digimons. Digimons, also Digimons. Im Digitalzeitalter. Ja, das sind ja. Die Nachfolger Bamsi. Von Pokémons. Ja. Ziemlich mutig, Bamsi zu killen. Das war damals der Anfang vom Ende für mich bei Verstehen Sie Spaß, als ich den Spaßvogel rausgeschmissen habe, dieses kleine Tier, den Vogel. Das war der erste falsche Schritt. Hätte er nie machen dürfen. Aber da werden wir bald ausführlicher drauf eingehen, oder? Ja, klar. Unglaublich, was aus meiner Show wurde bei der ARD. Meine Damen und Herren, wenn Sie mal richtig lachen wollen, wer hat die besten Witze gesammelt über all die Jahre hin? Willy Brandt. Ja? Ja. Haben Sie auch nicht gewusst, haben wir auch nicht gewusst. Keiner konnte es wissen. Willis Witze, hier in Bams, schauen Sie. Das war der Friedensnobelpreisträger, der sozusagen einen Gag nach dem anderen abgefeuert hat. Willi. Und Willis Witwe. Oder eine von Willis Witwe, nein, Willis Witwe. Willis Witwe hat jetzt Brigitte Seebacher-Brandt, die Lebensgefährtin jetzt von... Hilmar Kopper. Ja, genau. Aufsichtsratschef von
Daimler-Benz, glaube ich. Deutsche Bank. Deutsche Bank. Und Daimler-Benz? Und Daimler-Benz. Ist ja im Grunde E1. Ja. Also, nicht direkt, aber. Und Brigitte Seebacher-Brandt hat Willis beste Witze jetzt als Buch herausgegeben. Im Sinne, glaube ich, von Willi. Und wollen Sie mal zwei Witze von Willi hören? Echt gut, wirklich. Also damals hatte Humor auch noch einen anderen Level. Ja? Zum Beispiel, welche nehme ich denn? Genau, Bobby. Ich lese mir erstmal den hier vor. Im Ton von Willi. Da muss man im Ton von Willi lesen, dann kommen Sie noch besser. Ich kann es nicht gut, aber für hier reicht's. Ja. In der New Yorker Subway sitzt ein Neger und liest eine hebräische Zeitung. Ein anderer Fahrgast guckt ihn an und findet, Neger allein genügt nicht. Und, was haben wir noch? Nicht schlecht, haben wir auch gedacht. Ja. Und, auch während des Dritten Reichs fand der Emigrant Brandt Sachen zum Lachen. Also schreibt jetzt Bams, das ist noch nicht der Witz. Ja. Moische wird zum Hafen gebracht. Er muss weg. In sein Gepäck entdecken die Freunde ein prächtiges Porträt von Adolf Hitler und gucken ihn verstört an. Was soll das? Damit ich gegen Heimweh geschützt bin. So, erscheint das Buch? Ja. Mitte März erscheint das Buch. Ich glaube, das kommt auch als Kaufbefehl bei uns auf die Homepage, oder? Ja, weil das ist wirklich, so kannte man ihn nicht, als jemand, der auch wirklich sein Leben lang Witze gesammelt hat. Lachen hilft, politische Witze, 29,80 Mark im Pieper Verlag, falls Sie schon mal vormerken wollen. Willy Brandt. Und dann, meine Damen und Herren, das sind die Noten hier. Das hier, einer unserer besten Schauspieler, wenn nicht der beste überhaupt. Der Mann, der die Telekom mit großem, großem, großem Erfolg an die Börse gebracht hat, wird jetzt beleidigt von unzufriedenen Telekom-Aktionären. Schauen Sie hier, Manfred Krug verhöhnt Telekom-Aktionäre. Und zwar im Heft lesen wir Jan Schiebold. Das ist Jan Schiebold, hat Telekom-Aktien gekauft. Alles, was ihm blieb, ist dieser Pulli. Ja, und, den Pulli hat, glaube ich, die ARD von Torra hinterhergeschmissen, als er damals zu Sat.1 ging. Für alle, die sich nicht so für Börse interessieren, der Kurs der Aktie verläuft abwärts. Ja? Oben, da hat Herr Schiebold gekauft. Ja? Und unten, da ist die Aktie jetzt. Und Herr Schiebold ist vielleicht neu an der Börse, oder er kennt sich nicht so aus. Er glaubt, Manne Krug sei schuld. Warum nicht? Wenn es schon Willis Witzebuch gäbe, hätte er es kaufen können, lesen. Ja? Aber ich glaube, für eine Telekom-Aktie kriegst du nicht mal Willis Witzebuch. Ist das so? Ja. Wir sind heute irre gestiegen auf 29 Euro. Auf 29 Euro? Ja. Und das sind ja schon zwei Witzebücher. Achso, sind ja Euro. Entschuldige, natürlich. Ach, sind ja Euro. Ich denke immer noch in Gulden. Ja.
Euro. Ja, aber Sie lachen. Manfred Krug ist nicht der einzige Prominente, der sein Image in den Dienst von guter, seriöser Werbung stellt und sich hinterher von enttäuschten Kunden beleidigen lassen muss. Es greift um sich. Der trommeldove Kleinanleger Schiebold ist mit seinem saublöden Beschwerdebrief kein Einzelfall. Immer mehr Prominente werden von verstörten Verbrauchern für Werbespots zur Rechenschaft gezogen. So schrieb Roswitha Klößke, 36, an Veronika Ferres: Sehr geehrte Frau Ferres, Sie machen seit einiger Zeit schön Reklame für E.ON. Darin behaupten Sie steif und fest, mein E.ON steht mir gut. Ich habe mir daraufhin auch dieses E.ON besorgt, aber meine Titten sind bisher nicht ein Millimeter gewachsen. Schönen Dank, Frau Ferres. Verarschen kann ich mich selber. Bedient zeigte sich auch Rudi Mölchel, 34. Er schrieb an Franz Beckenbauer: Sehr geehrter Herr Kaiser, Sie machen jetzt Werbung für Telefon und Drehsessel. Dabei lehnen Sie sich gemütlich zurück und sagen: Schön, dass sich mal jemand um mich kümmert. Dann kommt Claudia Schiffer rein und fragt: Stör ich? Ist ja wohl klar, was die will. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hab mir den Scheißsessel auch gekauft. Ich lege 20 Mal am Tag zurück, aber wer kommt nicht rein? Claudia Schiffer. Eine bodenlose Sauerei mit dem Verbrauchersvertrauen. Voll Teufel. Den Kaffee auf hatte auch Liesel Grund, 73. Sie schrieb an Czerno Jobatai: Verehrter Herr Jobatai, Sie machen für gar nichts Reklame. Sie denken auch, nur weil Ihnen nichts angeboten wird, werden Sie aus der Sache raus und gehen. Ich finde Sie trotzdem scheiße. Sie sollten sich das schämen. Fazit: Schützt unsere Werbeträger vor der Zielgruppe. Briefe sind erst der Anfang. Und ich habe vergessen, Ihnen den Brief zu zeigen. Manfred Krug hat sich nämlich die Zeit genommen, einen Brief zur Antwort zurückzuschicken. In seiner berlinisch charmanten Art. Aber er hat natürlich recht. Schauen Sie, das ist Auszug aus dem Brief. Sehr geehrter Schiebold, es liegt im Wesen der Aktien, dass sie unentwegt schwanken. Manchmal muss man sie gut beobachten. Man sollte den bekannten Leitspruch beherzigen: Manchmal stehen die Aktien hoch und manchmal stehen sie niedrig. Ein Auf und Ab, gerade wie beim Arsch vom alten Kaiser Friedrich. Man hat er recht, aber geht weiter. Yeah. Als die T-Aktie bei 100 Mark stand, hätten Sie verkaufen können. Das wäre ein schöner Reibach gewesen. Und sicher hätten Sie mir keinen Dankesbrief geschrieben. Und haben Sie reagiert, als sie bei 90 Mark stand und bei 80 und bei 70? Wahrscheinlich konnten Sie den Hals nicht vollkriegen und haben darauf gewartet, dass die Aktie steigt und steigt. Jetzt muss ich mir Ihr Gejammer anhören. Ja. Es stimmt. Er hat absolut recht. Meine Krug hat ja nicht gesagt, die Telekom-Aktie geht auf 1000 Euro hoch, sondern die Telekom geht an die Börse. Gehen Sie mit? Oder ich gehe mit. Ja, die steigt ja auch wieder. Und sie steigt ja auch wieder. Das sind ja jetzt Einstiegskurse. Und wer die Aktie damals gezeichnet hat, als Manfred Krug gesagt hat, der ist ja immer noch im Gewinn, oder? 100%. Aber absolut 100%. Meine Damen und Herren, heute der preußische Hochadel bei uns zu Gast. Und wir haben gesagt, wir möchten Sie auch musikalisch. Wir werden gleich noch die komplette Geschichte Preußens für Sie abhandeln in 4,8 Minuten. Und wir möchten Sie auch musikalisch auf dieses Ereignis einstimmen. Und zwar mit einem Text, das... Eine kurze Phase der preußischen Geschichte musikalisch widerspiegelt. Und am Flügel werde ich hierzu begleitet von unserer Musikbeauftragten vom katholischen Mädchengymnasium, Maria Ward in Mainz. Herzlich willkommen, Frau Oberstudiendirektorin Dorothee Seibert. Herzlich willkommen, Oberstudiendirektorin Rätin. Oberstudienrätin, wir kennen uns bereits, Frau Seibert, und unser Publikum weiß das, weil wir haben ja schon im Januar vor einem Jahr zusammen gesungen, Prinz Eugen, der edle Ritter. Ja. Ja. Wissen Sie was über diese Geschichte, über Schumann? Das ist Napoleon, der Kaiser, auf den Sie das bezieht, oder? Ja. Ja. Und war das Rheinland damals französisch? Wissen Sie das zufällig? Im Zweifelsfall ja. Im Zweifelsfall ja. Sind Sie sicher? Ja. Absolut. Ja. Wollen Sie mit anrufen? Publikum. Schauen Sie eigentlich auch Günther Jauch? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Ich gucke Harald Schmidt. Wir spielen das jetzt, Frau Seibert. Ich gebe mich Ihnen hin, musikalisch. In meine Hände? In Ihre Hände. Okay.
Und das ist welche Tonart? G-Moll? Mhm. Ist das die Originaltonart? Steht drüber. Es steht drüber. Es steht alles drüber im Fernsehen, aber wenn man es nicht nochmal fragen würde, hätte man nichts zu reden, Frau Seibert. Aber... Kann sein, dass ich bei den leisen Stellen ein bisschen ins Schwanken komme mit dem Piano mäßig, aber meine Welt ist mehr das laute, plakative. Aber ich werde Ihnen folgen und wenn ich bei den Triolen zu langsam bin, scheuen Sie sich nicht, mich anzuziehen. Ich ziehe Sie mit. Okay. Wollten Sie noch die parallele Dur-Tonart haben auch? Das von G-Moll? Ja. B-Dur. Gut. Okay. Warum? Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Für Sie zu Hause. Warum endet das Stück in G-Dur und nicht G-Moll? Wollen Sie es wirklich wissen? Ja. Weil Hoffnung besteht. Mit Dur verbinden wir Hoffnung. Ja, den Kaiser. Ja. Ist es nicht politisch zweifelhaft, auf den Kaiser Hoffnung zu setzen? Nicht im Sinne von Heine und Schumann. Das wollen wir nicht vergessen. Denn das Lied entstand ja wann? Opus 49. Opus 49 und das kam ja also 1800 herum. 1840. G-Moll, Frau Seibert, fangen Sie bitte an. Waren Sie schon mal mit Ihren Mädchen auf Klassenfahrt? Wir fahren nur in Konzerte. In Konzerte? Ja. Zu André Rieu, nein. Nein, in die alte Oper nach Frankfurt. Wirklich? Ja, aber das sind doch moderne Werke in der alten Oper, oder wie ja, nicht? Und? Bei wem waren Sie als Letzten? Eschenbach und Bartok Violinkonzert. Christoph Eschenbach. Alban Berg. Alban Berg, das ist aber oder? Nicht so laut. Zwölftonmusik, ja? Gidon Krämer hat Gidon Krämer? Gidon Krämer. Er ist ein Genie, stimmt's? Genau. Aber er hat den Mund immer offen. Und Genie und Wahnsinn. Ich bevorzuge Ann-Sophie Mutter. So, jetzt aber ernsthaft, jetzt wird gesungen. Ja. Wir haben das oft in der Schule gesungen übrigens. Ja. Störe ich Sie eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Deswegen kann ich es. In der Schule, Musikunterricht. Ich weiß. Es waren keine Mädchen mehr bei uns, hatten sich abgemeldet, gingen alle in Kunst. Weil Sie da drin waren? Nein, acht Mann, hier. Die beiden Grenadiere. Das ist ja ein Männerlied. So, es ist ja ein Männerlied, aber Frauen kommen auch vor. Braucht sensible Hände aber. Okay? Selbstverständlich. Wirklich jetzt? Ja. Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer und der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier, wohl ob der kläglichen Kunde. Der eine sprach, wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde? Der andere sprach, das Lied ist aus. Auch ich möcht mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitt.
Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. Das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen, die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir um den Degen. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wie an der Rosse getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Und so war das wirklich damals in Preußen. Deutschen das Waschen beigebracht. Auch untenrum. Alles mal ordentlich waschen. Die große Leidenschaft Friedrich Wilhelms des Ersten sind die langen Kerls. Jene hochgeschossenen Riesensoldaten, für die er eine Menge Geld ausgibt. So, dann steh mal auf, Junge. Oh. Na. Das sieht ja prächtig aus. Die langen Kerls sind im ganzen Land geliebt und geschätzt wegen ihrer unvergleichlichen Berliner Schnauze. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben dürfte, Herr König, das, was ich hier anhabe, gefällt mir ganz kolossal. Braver Junge. Brenner drauf, für Ruhm und Ehre des Vaterlands, mein Blut auf dem Schlachtfeld zu vergießen. Kurz danach betritt ein anderer Preußenherrscher die Weltbühne. Er ist der Sohn des Soldatenkönigs und heißt Friedrich der Große. Er ist so ganz anders als sein Vater, kunstsinnig, feingeistig. Sein Steckenpferd ist die Philosophie. Ey, Kleiner, willst du mal an meiner Puderdose schnuppern? Nur mit den Frauen hat er ein Problem. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Die moderne Geschichtswissenschaft ist der Überzeugung, dass Friedrich der Große eine Art Vorläufer für das war, was man heute unter dem Namen Roger Willemsen kennt. Bald schon erlebt Preußen einen schweren Schicksalsschlag. Napoleon Bonaparte will die Herrschaft über Europa erreichen und greift folglich auch die Preußen an. Hör auf, lass das! Napoleon siegt über Preußen und zieht triumphal unter dem Brandenburger Tor ein. Preußen erlebt für viele Jahre die hässliche Fratze der französischen Fremdherrschaft. Doch gegen die Franzosen begehren immer mehr nationalgesinnte Freiheitskämpfer auf. Einer von ihnen ist Turnvater Jan. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Noch heute ist Turnvater Jan für uns alle ein glühendes Vorbild. Die Jahre gehen ins Land und Preußen erlebt eine Vielzahl von mediokren Herrschertypen. Alles Luschen, bis schließlich er kommt, Kaiser Wilhelm II. Ein Lieder wie aus dem Bilderbuch. Immer adrett im Auftreten, den modernen Dingen aufgeschlossen und vor allem modisch top gekleidet. Kurzum, der perfekte Showtyp. Da steht schon wieder nichts über mich drin. Los, lass dieses Drecksblatt verbieten. So, und jetzt? Ich hätte Hunger auf was Süßes. Herr Kaiser, jetzt reicht's. Den Ersten Weltkrieg haben Sie verloren. Und das Volk hungert. Ich bin Proletarier. Und jetzt ist Revolution. Was erlaubt er sich? Der letzte preußische Herrscher muss das Land verlassen. Für kurze Zeit herrscht Demokratie im Lande. Doch dann reißen sich andere die Macht unter den Nagel.
So, ihr Früchtchen, jetzt werden hier mal ganz andere Seiten aufgezogen. Leck mich am Arsch, bin ich geil. Goebbels, mein Name, junge Frau, Josef Goebbels. Hi. Haben Sie schon mal einen Klumpfuß total nackend gesehen? Herrliches Erlebnis, ich zeige Ihnen das gerade mal. Kein Zweifel, die Geschichte Preußens ist an ihrem absoluten Tiefpunkt angelangt. Das einstmals so mächtige Reich in der Mitte Europas ist dem Untergang geweiht. Allerdings kursieren immer noch viel zu viele falsche Versionen über das Ende des Preußenstaates. Der Norddeutsche Rundfunk ist froh, Ihnen nun endlich das wahre Ende Preußens in einer authentischen Rekonstruktion zu veranschaulichen. Mit dem Blödsinn. Preußenscheiß, aufhören, ein für alle Mal. Hast du mal eine Zigarette? Nee, die liegen im Jeep. Jawohl, es sind die Terrorgirls. Die beiden unerschrockenen Kämpferinnen für das Gute, die dem unguten Preußenspuk ein Ende bereitet haben. Und nächste Woche zeigen wir Ihnen, wie die Terrorgirls damals den Ivan platt gemacht haben. Mein erster Gast heute Abend ist der Ur-Urgroßenkel des letzten deutschen Kaisers. Er selbst studiert evangelische Theologie. Heute Abend bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Philipp Prinz von Preußen. Herzlich willkommen. Bitte schön. Danke. Ich glaube, das erste war schon falsch. Die erste Antwort. Ich habe gesagt, der Urgroßenkel. Nein. Das ist richtig, aber Kaiser wäre ich nicht. Das wäre mein Vater. Ah, Sie wären das auf gar keinen Fall? Naja, solange mein Vater noch lebt, wohl kaum. Ach so. Ah, also da erklären Sie uns nochmal wieder auf. Also wie Kaiser Wilhelm II., den wir gerade hier im Bild gesehen haben. Ist mein Urgroßvater. Das ist Ihr Urgroßvater. Genau. Danach kommt Ihr... Dann kommt der Kronprinz, ja? Mein Urgroßvater, dann kommt mein Großvater, Louis Ferdinand. Ja? Der war bis 1994 der Chef des Hauses. Hohenzollern? Hohenzollern, Preußen, ja? Hohenzollern. Und sein ältester Sohn ist mein Vater. Friedrich Wilhelm. Das wäre eigentlich der Kaiser. Naja, wenn nicht noch ein paar andere Geschichten passiert wären, könnte die man die wir sagen. In der Kürze der Zeit leider nicht aufarbeiten können, aber Sie wären dann ja sozusagen Kaiser, also eine Art, ja wie soll man sagen, Prinz Charles aus Deutschland, aber doch hierarchisch höher gestellt. Sie wären der Thronfolger, wenn Ihr Vater Kaiser wäre. Ja. Ja. Ihr Vater hat auch offiziell auf den Thron verzichtet? Ja. Das stimmt. Ja. Bekommen Sie manchmal Post oder Anrufe? Das wäre doch schön. Also wenn da alte Kämpfer oder alte Königstreue noch anrufen und sagen, also die Monarchie in Deutschland wäre schön, wenn wir sie da hätten. Bekommen Sie solche Post oder Anrufe? Nein, aber ich hatte mal einen anderen interessanten Anruf. Da sprach ich mit einer etwas älteren Dame. Ja. Und die sprach immer von einer Frau Heid. Ich konnte das nicht so ganz einordnen. Und dann sagte, Frau Heid ist hier nicht. Ja. In Wirklichkeit hat sie immer gesagt, Hoheit. Nur das, damit konnte ich noch nicht so viel anfangen, weil mich bisher noch niemand so angeredet hatte. Also, wie muss man Sie anreden? Muss man Sie mit Hoheit anreden? Wie man mich anreden muss, das bleibt dem überlassen, der mich anreden will. Da gibt es eine ganze Bandbreite. Also, hochoffiziell wäre sozusagen königliche Hoheit. Aber das wem macht das, keine wem mehr, das oder? Streng ruft, doch, einige machen das. Ja. Junge das, Menschen auch? Ja. Ja. Ja, aber gibt es natürlich auch noch andere. In der Uni bin ich mehr Herr von Preußen. Herr von Preußen, ja. Und wer da so ein Mittelding haben will, der sagt eben Prinz Philipp. Prinz Philipp, aber da geht es ja schon wieder los. Der aus Preußen, weil das ist ja auch Phil the Greek in England. Ja. Also da muss man schon genau. Ich werde sogar genauso geschrieben wie er, weil meine Mutter das ästhetischer fand mit einem P hinten. Aha, das ist dann immer so bei Autogrammwünschen. Philipp mit einem P. Also ja. Wie Thorsten mit TH, wenn man irgendwo ein Autogramm unterschreiben muss. Ja? Bedauern Sie, dass die Monarchie in Deutschland zu Ende ist, vorübergehend? Also, ich denke, dass man, also wenn unser Staatsoberhaupt nicht aus so Parteiengezänk hervorginge, ja, wie das ja leider jetzt der Fall ist, dann hätte das durchaus Vorteile. Zum Beispiel? Das hat eine ganz andere Aura. Das geben sogar Politiker zu, die eher so im rot-grünen Spektrum sind. Das stimmt. Und also mal abgesehen davon, dass wir es nicht mehr haben, ein
Monarch könnte sich meiner Ansicht nach heute, wo er überhaupt keine Macht mehr hätte, ja nur noch darauf konzentrieren, was ich sehr wichtig finde, ein Vorbild zu sein. Und davon haben wir wirklich viel zu wenig. Nicht Leute, die ihren Job machen nur, also auch Politiker verstehen das ja oft als zwar als ihren Beruf, aber eben Privatleben soll da möglich nichts mit zu tun haben. Ja. Aber ich finde, wir brauchen gerade Leute, die, die ihren das, was sie machen hier im Staat und gerade an so herausgestellter hoher Position, auch als was Gesamtes verstehen. Also wo sie nicht nur in ihrer Dienstzeit für einstehen, sondern auch mit ihrem Privatleben. Ich könnte mir das auch, also so eine konstitutionelle Monarchie selbstverständlich. Genau, also völlig machtlos. Wie in England. Ja? Ja, England ist nun gerade nicht so ein gutes Beispiel von den Vorbildern her. Das weiß ich nicht. Ich finde, da geht das Königshaus einfach mit der Zeit. Ja? Also da hat man mit Clinton was, worüber man reden kann oder so. Wenn er sowieso. Aber wenn, dann sollte es schon so sein, sagen wir mal, die Windsors oder wie Juan Carlos in Spanien. Wie finden Sie das? Ist das Über den lese ich nicht viel in den Schlagzeilen. Nee, aber sehr moderner Ding. König, sehr populär. Ja. Nicht so sind wir Monaco mit einem Zirkusdirektor im Wohnwagen und so. Ich meine, ja, das ist nicht so gut. Das dann eher nicht. Aber ich meine, es gibt natürlich keine Tendenz in Deutschland, die Monarchie wieder einzuführen, oder? Nicht so viele wie in Frankreich zum Beispiel. Ja, da ist es natürlich was ganz anderes. Aber ich glaube, da wird es auch von den Sozialisten hauptsächlich betrieben, oder? Mitterrand, wenn er das noch erlebt hätte, also dass das er gekrönt wird. Weiß ich nicht, so viel habe ich mich in Frankreich nicht beschäftigt. Ja? Aber wir reden ja eigentlich jetzt über was... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in der nächsten Zeit passiert. Ich denke, dafür ist Deutschland noch gar nicht wieder reif. Ja. Das ist richtig. Naja, im Moment, Sie haben das ja auch ziemlich gut natürlich durch den Kakao gezogen. Wenn man heute in Deutschland an Monarchie denkt, dann denkt man immer an Wilhelm II. Und was bei dem alles schiefgegangen ist. Mhm. Und gibt dadurch natürlich Monarchen überhaupt keine Chance, sich weiterzuentwickeln. Was in den letzten 80 Jahren ja auch passiert wäre, wie in anderen Monarchien. Ja, stimmt. Zum Beispiel Dänemark oder Schweden. Da ist jetzt sogar erlaubt, dass der heiratet jetzt eine Frau, die schon ein Kind mitbringt in die Ehe. In Dänemark. Ja. Sieht sehr gut aus, die Frau, finde ich. Ich finde, ein Vorteil vor allen Dingen in Skandinavien ist es so, dass die Kronprinzen damals auch eine bürgerliche heiraten durften. Ja. Das durfte mein Vater leider nicht. Und deswegen ist er dann auch enterbt worden. Wirklich? Enterbt? Das heißt, Hohenzollern, alles weg? Die Schloss? Ja. Naja, ja, haben Sie da noch Schlösser? Ist ja nicht mehr viel. Haben Sie noch Schlösser? Na, es gibt noch die Stammburg. Wo ist die? Burg Hohenzollern. Die ist das nach wie vor, aber die gehört dem Land Baden-Württemberg, oder? Nein. Wem gehört die? Die gehört zu zwei Dritteln dem Chef des Hauses oder dem Haus Hohenzollern. Und dann gibt es ja auch noch die Linie aus Sigmaringen. Ja. Die heißt nicht Preußen, sondern die heißt noch Hohenzollern. Das ist die katholische Linie. Das ist aber eine kleine Nebenlinie, oder? Und das würde die sicher beleidigen, wenn sie es hören. Aber sind sie es trotzdem? Nein. Es ist die zweite Hauptlinie. Die zweite Hauptlinie. Hohenzollern sozusagen meine Hauptschulausflugsburg in Baden-Württemberg. Unvergessen diese Filzpuschen, die man da anziehen muss. Und ich finde es sehr interessant, Sie studieren jetzt evangelische Theologie. Ja. Ja. Sind schon Lehrer? Ja. Eigentlich gewesen? Hab das noch berufsbegleitend gemacht. Bin jetzt im fünften Semester, komme ins sechste. Ja. Und bin gut in der Zeit. Wollen Sie Pastor werden? Ja. Wie kam dieser Wunsch vom Lehrer hin zum Pastor? Also ich bin Christ und habe schon seit langem, so seit der Oberstufe, den Wunsch gehabt, mich als Christ auch zu engagieren. Also nicht nur so sonntags in die Kirche gehen, sondern auch wirklich für meinen Glauben einzustehen. Ja. Dachte aber, ich mache das lieber sozusagen als Hobby, nicht berufsmäßig. Weil ich meinte, in der Kirche, da würde ich, wenn ich Pastor bin, eher so ein kleines Rädchen sein und dann überdreht werden, wenn ich irgendwie andere Ansichten habe als der Mainstream. Und dann habe ich mich entschlossen, erstmal Jura zu studieren. Das lag mir dann aber nicht so. Außerdem wollte ich nicht so viel Zeit nur für den Beruf investieren. Dann habe ich Pädagogik studiert. Und dann merkte ich im ersten Staatsexamen, dass ich vielleicht doch das Zeug hätte, nicht nur so ein kleines Rädchen zu bleiben. Das hört sich jetzt so blöd an, aber gut, so war das. Außerdem fühlte ich mich irgendwie dazu berufen. Und dann haben mir ein paar Professoren auf die Schulter geklopft und gesagt, mach das mal. Und dann habe ich mich entschlossen, das Hobby sozusagen doch noch zum Beruf zu machen. Sie leben in Plön? Ja. Das ist Schleswig-Holstein. Ja. Gibt es auch Katholiken? Ja, es gibt sogar eine katholische Kirche in Plön. Wirklich? Ja. Ist das eine Diaspora oder? Ja. Wie leben Katholiken da? Gehen die tagsüber auf die Straße oder? Die verstecken sich natürlich, bis es dunkel wird, ist ja klar. Ja, sind Sie ein Vorreiter der Ökumene? Ich finde diese Grabenkämpfe, die wir haben, auch zwischen den beiden Kirchen nicht gut. Und leider gerade bei den
Evangelischen ist so ein, stelle ich oft einen leichten Hochmut fest. Bei den Evangelischen ja, Hochmut? Ja, stell dich vor. Aufgrund von was denn bitte? Hochmut. Aber ich denke, das ist bei den Katholiken genau das Gleiche. Dass man da eben über die Evangelien redet, die sowieso nicht richtig was vom Glauben verstanden haben. Gut, aber das ist ja wissenschaftlich nahezu erwiesen. Nein, das ist natürlich, das ist ja dieser unselige Religionsstreit. Das heißt, der ist jetzt wieder ein bisschen angefacht worden. Aber sind die Kirchen voll bei Ihnen? Genauso leer wie fast überall. In Baden-Württemberg ist es ein bisschen besser, hat mir ein Dozent gesagt. Da sind sie nicht bei 2-3, sondern bei 6%. Ich meine, das ist trotzdem noch hochnotpeinlich. Ja. Haben Sie schon gepredigt? Ja. Was war das Thema der Predigt? Eine, die wohl ganz gut ankam, war ein Vergleich zwischen Harry Potter und Jesus. Sie scheinen mir so eine Art Fliege zu sein. Zwischen Harry Potter und Jesus. Ja, da gibt es da gibt's wirklich einige Vergleiche. Wirklich, wahr? Ja. Sie glauben, dass Fliege sich gleich selber mit Jesus verglichen hat? Ja? Und ist das nicht zu so populistisch? Überhaupt nicht. Ja? Jesus war ja damals auch sehr populär. Das war ja gerade sein Anliegen, dass er auf die Leute zugeht, dass sie ihn verstehen. Ja. Und was ich da miteinander verglichen habe, war beide kämpfen, also Harry Potter und Jesus kämpfen gegen das Böse, den klassischen Kampf. Der eine mit Zauberei, der andere mit echten Wundern. Könnte man jetzt noch weiter ausführen. Der entscheidende Unterschied ist aber, für Harry Potter stehen sie, wenn der vierte Band kommt für 40 Mark, in der Nacht vorher schon an. Ja. Wenn wir das Neue Testament irgendwo in der Kirche mal verkaufen würden, eine Nachtsession, ja, können Sie sich vorstellen, wie viel da anstehen. Verstehe. Aber die Bibel wurde ja auch nicht von Alleinerziehenden im Café geschrieben. Oh, ist das ein blondes Haar auf meinem Stuhl? Nein, ein schwarzes. Was wird denn bei Ihnen in der Kirche für Musik gemacht? Die gleiche wie überall, sonst wären die ja auch nicht so wenig. Ich meine, sind das diese evangelische Kirchengesangbuch, ja? Ja. Oder ist das diese moderne Lieder? Also ich möchte mal eine Lanze für unseren Kantor brechen, unseren Organisten, der macht jetzt so einen Rock-Pop-Kurs mit, um das auch mal einfließen zu lassen. Der Kantor macht einen Rock-Pop-Kurs mit? Das wäre auch mehr das, was ich für unbedingt notwendig halte, wenn man die 97% unserer Bevölkerung, die nicht in die Kirche gehen, noch erreichen wollte. Die Musik muss sich ändern. Nee, das glaube ich nicht. Die Zeit ist vorbei, das kenne ich ja aus, als ich noch in die Kirche gegangen bin. Dann kennen Sie nicht die, es gibt genügend Kirchengemeinden, die heute noch gegen den Trend wachsen. Rock und Pop, der Kantor macht einen Rock- und Pop-Kurs mit? Nein, das... In Plön? Wie, er Weiß belegt ihn oder er gibt ihn? Er belegt ihn, selber, damit er... Auf 2 und 4 klatschen lernt. Der Kantor, ja, das soll doch, warum spielt er nicht einfach Bach? Ich meine, Sie sind doch in der evangelischen Kirche da bevorzugt, Sie haben doch den größten Komponisten überhaupt. Ja, aber Sie sehen doch, wie wenig Leute das noch zieht. Also nichts gegen Klassik und man soll auch bloß nicht Bilderstürmerei betreiben in der Musik, sondern ein zweites Programm muss man anbieten, auch in der Kirche. Und das muss zeitgemäße Musik bieten. Das muss eher sowas bieten wie, ein Moderator muss da sein, vielleicht ein Theaterstück zu einem bestimmten alltagsrelevanten Thema und die Predigt muss auch viel mehr alltagsrelevant sein. Und genau das kommt an. Also einer, der ziemlich kritisch mir gegenüber oder Kirche gegenüber eingestellt war, hat den besten Artikel geschrieben. Wo? Für die Frankfurter Rundschau und für die... Für die Frankfurter Rundschau, dieses von Kommunisten beherrschte Blatt. Ja, das hat mich auch gewundert. Aber wirklich, er hat den niveauvollsten, tiefgehendsten Artikel geschrieben. Prinz, und hat gesagt, das war eine gute Predigt. Sie scheinen mir auf dem richtigen Weg zu sein. Ich hoffe. Ja, über die Kirche, zurück ins Schloss. Das Schloss steht nicht mehr. Was sehr interessant, dass Sie uns besucht haben. Ja? Wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke. Bis auf weiteres. Alles Gute. Bleiben Sie sitzen. Prinz Philipp, meine Damen und Herren, Philipp Prinz von Preußen. Morgen Abend unsere Freundin aus Berlin, NTV-Moderatorin Anastasia und eine Legende des Humors morgen Abend bei uns, Ingo Insterburg. Schönen Dank, gute Nacht. Tschüss.